Über 20 Mann von Mannschaft und Staff des FSV Luckenwalde lagen mit Magenproblemen flach das Ganze eine Woche lang. Erst diesen Montag konnte man wieder trainieren. Es wird eine Kraftfrage, so Trainer Michael Braune, der nun, also 5 Tage später als gedacht, auf Carsten Heine und die VSG Alt-Lienicke traf. Das Ganze im Hertha Amateurstadion im Olympiapark, der nicht nur saftige grüne Rasenflächen zu bieten hat. Alt-Lienicke in den weißen Trikots sofort aktiv. Kolja Oden, gerade mal 2 Minuten gespielt. Der Neuzugang von Tasmania sofort festgespielt, blüht auf bei Alt-Lienicke, aber Ticks im Tor ist unten. Ja, wieder für André Thoms im Kasten, der auf der Tribüne alles im Blick hatte. Fehlt ja weiterhin mit Sehnenanriss in der Schulter. Luckenwalde mit einigen leichten Fehlern im Aufbau. Die Gäste waren noch nicht so wirklich da. Kroh gegen Zigerci, der macht einmal schick. Zigerci macht zweimal schick im Zusammenspiel mit Mensa wieder. Tolcay Zigerci. 6. Minute, der Rückkehrer zum ersten Mal darf er von Beginn an ran. In dieser Saison 2 Tore schon als Einwechsler erzielt. Sein linker Fuß ist eine Waffe, hier fehlte noch einiges, aber er wurde immer wieder gesucht. 15. Minute, da ist er schon wieder. Tolcay Zigerci. Schusstechnik passt, der Ball zappelt aber noch nicht im Netz, sondern prüft nur den Hintertorpfosten auf Standfestigkeit. 18. Minute, Luckenwalde. Eine Woche ohne Trainingseinheit, das war ihnen anzumerken dann. Aber guckten sie vorne raus mit Hellwig und Daniel Becker. Erster Schuss, erstes Tor für den FSV, die Führung aus dem Nichts. Leon Hellwig tankt sich in den Strafraum, dann geht der Blick hoch in die Mitte. Aber im Augenwinkel sieht er im Rückraum Daniel Becker genau der richtige Ball. Und für den ist es ein leichtes gegen die Laufrichtung von Leon Bethke. Beckers zweites Saisontor hatte er ja am letzten Spieltag gegen Chemie Leipzig beim 2:2 bereits getroffen. 24. Minute. Luckenwalde jetzt besser drin, die Balleroberung. Dann Plumpe spielt und geht steil, kriegt den Ball zurück von Becker Till Plumpe. Da ist der Ballholer mal 1 Minute länger weg. Alt-Lienicke, 7 Punkte aus 3 Spielen, ungeschlagen. Sie kamen noch nicht in diesen Flow, der sie ausgezeichnet hat zuletzt. Dann aber Breitkreuz und Gottschick wirft alles rein. Dahlke und Kroh sehen nur die Rücklichter von Bellegu. Und dann geht der Ball von Büchshintern genau vor die Füße von Breitkreuz. Und Gottschick wie beim Weitsprung schmeißt da alles rein. Alt-Lienicke rannte weiter an Bellegu. Mensa, sie waren das bessere Team. Immer noch Mensa in den Rückraum zu Zigerci. Und jetzt war es passiert. Der Ausgleich in Minute 30. Im Prinzip baugleich zum Tor von Luckenwalde. Über die rechte Seite geht der Ball in den Rückraum. Zigerci trifft den Ball punktgenau. Ball schlägt neben dem Pfosten ein. Zigerci im Winter von Viktoria in die Türkei zu Samsunspor in die zweite Liga gewechselt, hatte dort nur 5 Einsätze und ist jetzt zurück in Alt-Lienicke, wo er bereits vor 2 Jahren seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Zunge raus für Saisontor Nummer 3. Und wieder die Nummer 8 der VSG Alt-Lienicke. Er quasi allein Unterhalter, was die Abschlüsse betraf. Aber Nicolas Tix im Tor der Luckenwalder will dauerhaft die Nummer 1 bleiben. Beim Gegentor war er machtlos, sonst mehr als solide. Halbzeit 1:1. Zigerci mit den meisten Aktien an diesem Spiel mit dem Tor, genauso wie Becker, der war noch bis 15 Uhr arbeiten. Amateure gegen Profis, da muss er schmunzeln, der Daniel Becker. BRK-Coach Benjamin Duda auf der Tribüne, er würde ein 1:1 von Aufstiegsfavorit Alt-Lienicke sicher unterschreiben. In Hälfte 2 passierte 25 Minuten gar nichts, Luckenwalde ließ nichts anbrennen, Alt-Lienicke mit wenig Ideen, dann Kolja Oden. Erstes Brett im zweiten Durchgang und die Luckenwalder feiern wieder ihren Keeper. Erst Oden vorbei an Vierling, der hat da noch das lange Bein dazwischen und Tix mit dem Wischer. Überragende Parade.
kaum Entlastung nach vorn für Luckenwalde in dieser zweiten Halbzeit. Das Daueranrennen von Adlinik gekostete Kraft in der Defensive, dann aber mal Platz für Plumpe. Und noch mehr für Daniel Becker. Achte Saison in Luckenwalde, haut immer alles raus. Adlinik brachte frisches Offensivpersonal. Pettersson, Apia, Neuzugang von Greifswald auf den zweiten Neuen, auf Tugay Usan. Ticks wieder da, danach das Foul im Nachsitzen von Apia. Die Zeit rannte der VSG Adlinik so langsam davon. 1:1, zu wenig gegen Luckenwalde. Dann Usan, Apia, hoppla, rutscht aus, wieder oben, wieder Usan. Breitkreuz und Tor. Da ist es, 88. Minute, doch noch das Tor für Adlinik. So lang, so gut verteidigt das Team von Micha Braune. Aber sie sind zu weit weg vom Gegner. Die Neuen leiten es ein. Apia und Usan. Und dann Breitkreuz mit dem Abschluss, sein zweites Saisontor. Macht es ähnlich platziert wie Toychai Zigerci beim 1:1. Ticks zum zweiten Mal überwunden und K.O. Aber denkste, Luckenwalde bäumte sich nochmal auf. Häusler klärt direkt vor die Füße von Becker. Saftige Abnahme, aber zu zentral, Bethke sicher. Nachspielzeit, Nicolas Ticks mit vorn. Sein Gegenüber Bethke hatte getroffen vor einer Woche in Babelsberg, kurz vor Schluss. Das ist Becker mit dem Freistoß und tatsächlich der Ausgleich für Luckenwalde. 90+3, der eingewechselte Sofien Janene. Becker hebt den Kopf, entscheidet sich für den Chip. Der Ball lange in der Luft und dann steht Janene wie CR7 in der Luft, in einer anderen Etage unterwegs. Musterkopfball, Ball im Netz, inklusive Leon Bethke. Aber sträflich verteidigt von Altlinike. Auch Hellwig hätte einköpfen können. So viele Gelbe frei im Strafraum. Janene macht's. Sein erstes Saisontor. Der Schlusspunkt in diesem Spiel. Luckenwalde feiert einen Punkt bei Altlinike und feiert Janene, für den es ein besonderer Treffer ist. Nicht, weil es der erste war, sondern weil es einen speziellen Tipp zuvor von den Teamkollegen gab. Ich habe da heute das erste Mal die Haare anders. Haben sie gesagt, liegt wohl an den Haaren. Also hast du anders gemacht? Ach, sonst immer vor. Heute mal einfach alles weg da, dass die Stirn schön frei ist. Gut für Kopfbälle? Natürlich. Völlig bedient. Also mega Aufwand, viele Torchancen rausgespielt. Und dann kriegen wir so ein spätes Ding. Also müssen wir verteidigen, müssen wir cleverer lösen, müssen wir besser machen. Ein Punkt, der sich wie ein Sieg anfühlt, zumindest auf der einen Seite. Altlinik in Babelsberg selbst den Last-Minute-Ausgleich erzielt. Jetzt erleben sie es auf der anderen Seite. Zweites Unentschieden in Serie.